Willkommen zurück zu einer neuen Folge Baldur's Gate. Wir sind in der Grimmschmiede und haben Nils Kopf geholt, denn wir wollen den Kopf zurückbringen. Und zwar zur Mykoniden-Kolonie, zum König. Dann wollen wir noch gucken, ob wir noch Quests haben, die wir hier erfüllen können. Insgesamt, also einmal hier unten natürlich, wo wir gucken. Da haben wir besiege die Drogger-Eindringlinge, erreiche die Zuflucht der Souveränen. Okay. Ah, hier waren wir. Okay, da waren wir anscheinend noch nie. Warte mal. Da sind noch Eindringlinge. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken. Luki machen gehen. Denn wir wollen so viel wie möglich Quests absolvieren. Was ich halt wieder so liebe, ist, dass man Quests nicht erfüllen kann, manche nicht erfüllt und trotzdem die Story weitergeht. Also man kann das Spiel mehrfach durchspielen, aber auf andere Art und Weise. Das ist halt geil. Ich grüße euch. Ich habe euch in Nirs Kopf gebracht. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. And thus we name you Life Chanter. Okay. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. Eine Halskette, glaube ich. Oder ein Finger. Die müssen wir gleich gucken. Es ist ein Hals. Stimme des Circles. Keine Ahnung, was das bedeutet. Klassenaktion. Ich danke euch. So. Hier ist offen, genau. Besiege die Drogger-Eindringlinge, erreiche die Zuflucht der Souveränen. Ich glaube, da kriegen wir eine Belohnung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh. Okay. Abgeschlossen. Besiege Drogger-Eindringlinge. Ja. Sehr schön. Hier, abgeschlossen. Nils Kopf abgeschlossen. Perfekt. Was haben wir jetzt hier? Tochter der Dunkelheit. Wir haben erfahren, dass die Grimmschmiede zu einem alten Tempel führt. Vielleicht entdecken wir dort die Wahrheit über das Schicksal der dunklen Justiziare. Die Brücke in den alten Tempel wurde zerstört. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht doch noch machen. An die Schmiede sind wir ja gekommen. So, Schatten von... Müssen wir gleich mal gucken, was wir hier alles Schönes haben. Ja, eine Leiche, okay. Oh, Paarungsritual. Okay. Nö. Eigentlich haben wir alles, was wir jetzt hier aus hätten kriegen können. So, wir können mal gucken. Da kommen wir nicht hin. Da waren wir. Okay. Zum Unterreich. Dann würden wir ja die nächste Stufe. Ich weiß halt nicht, ob wir oberirdisch oder unterirdisch reisen sollten. Mal gucken. So, aber theoretisch sind wir hier durch. Wir gucken nochmal mit dem Paarungsritual. Das scheint ja eine Art Quest zu sein. Tauschen wir mal hier aus. So, Schatten von... Okay, was machst du? In Klassenaktion.
So, warte mal. Jetzt muss ich auch mal gucken. Was ist, wenn ich dich anlege? Was bedeutet Klassenaktion? Gewährt deinen Verbündeten einen Bonus von plus 2 bei Würfen auf Überzeugen. Aha. Und das? Werde unsichtbar. 2 Züge. Oh. Okay. Ja, damit können wir arbeiten. Damit können wir tatsächlich arbeiten. So, aber... Wir müssen natürlich erstmal hier wieder... So. Gut, das kann verkauft werden. Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, ob wir das nicht... Frostiges Metall. Ich bin fast überzeugt, dass wir daraus irgendwas bauen können. Ja, hier kann weg. Der Eimer kann auch weg. Wird so ja sein, dass ich... Ich habe ja hier noch... Ach, ich hatte hier einen Wuchthammer. Ich depp. Ich dachte, wir haben keine Waffe. Das kann alles weg. Das nicht unbedingt. So. Das Problem ist halt, ich habe hier so viel, dass ich teilweise gar nicht weiß, was ich damit alles anfangen soll. Situationsbedingt würde ich es gerne wechseln, ne? Muss man auch dazu sagen. Nee, wo war denn jetzt das Buch? Wir hatten doch ein Buch. So. Bin ich jetzt doof? Das war doch nicht Titte. War ja die Schmiede. My faith will guide me. Was geht hin? Ein 10 plus 5. 2 DR. Okay, du kannst erstmal weg. Dann hast du die Waffe. Okay. Assume nothing. Federfall würde ich sogar dabei behalten wollen. Da weiß man ja nie, ob man die nicht auch noch gebrauchen kann. Hm? Still breathing, despite everything. Dann. Was? Eine Herzlichtbombe? 10 Züge. Okay, ein Bereich in Licht verwandeln. Naja, das hört sich auch gut an. Dich behalten wir dabei. Ach. Warum klappt das eine immer und das andere nicht? Das verstehe ich manchmal nicht. So. Okay, das ist jetzt mir egal. Dann sind wir erstmal damit durch. Wir könnten natürlich schon mal eine lange Rast machen. Fällt mir gerade so ein. So. Maybe it'll bring us closer. Ja, das bringt uns leider immer noch nichts. Komm, wir schlafen einfach eine Runde. Dann sind wir zumindest schon mal aufgeladen, aufgefüllt, etc., ne? So. Weil. Ja, da sind wir, meine Gutste. There's something I've been wanting to share with you.
Now's a good time. Ich bin ganz Ohr. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Use the tadpole. The connection. Come into my mind. Okay. Seid ihr sicher? I'm sure. I trust you. Okay. Na dann. Den Parasiten nutzen, um ihre Gedanken zu erforschen. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. Oh. Oh. Okay, Schattenherz als Kind nehme ich mal an. My name. I can't remember what I said. I can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Sha. It hurts. That's all I remember. Danke, dass ihr mir davon erzählt habt. Das war sicher nicht leicht. Normally I'd agree. But with you, it's getting easier by the moment. Oh. Eure Wunde bereitet euch zu viele Schmerzen, Schattenherz. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu heilen. Pain is the gauntlet that all who love Lady Sha must endure. Only her embrace can truly heal me. To try and salve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. Was, wenn eure Wunden euch im falschen Moment quälen? Das könnte uns einiges kosten. Müsste gereicht haben. Perhaps you're right. But there's little we can do about it just now. Maybe a way will present itself in time if Lady Sha wills it. Ich will über alles reden, was uns widerfahren ist. Fine. What's on your mind? Haben wir das nicht schon? Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. And never will again. Anderen Dinge zu finden? Weggehen. Okay. Halt. J. Wir sind ja gerade mit Schattenherz. Der Schartochter. Schattenherz. Okay. So. Das kann man uns aber nicht auf der Karte zeigen. Das ist halt schade. Das ist auch nicht. Wir sind ja jetzt in Grimms Schmiede.
Aber hier gab es nur diesen Weg, ne, den wir jetzt hier haben. Wir können gucken, ob wir hier... Gibt es ja Schrifttafeln. Ob die ihr helfen. Forge your blade in the fires and raise it in the mistress's name. Das sollten wir vielleicht mit ihr machen, oder? Forge your blade in the fires and raise it in the mistress's name. Ja. Wir gucken, ob wir hier noch irgendwo noch eine Tafel haben. Nee, hier waren wir überall. Da waren wir auch. Geh nochmal auf die hier rüber. Oh, warte mal, kommen wir hier vielleicht hoch? Oh. Da sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Das haben wir, glaube ich, von hier gemacht. Genau, und sind dann hier rüber gesprungen. Das würde uns also hier gar nichts bringen. Da waren wir. Hier waren wir. Mehr gab es hier nicht. Also wir können jetzt noch hier lesen. I'll give it a try. Aber das ist nicht das, was wir gesehen haben, ne? Kann man jetzt einfach mal so sagen. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Weil das war irgendwie hier hinten, da. Aber wie kommen wir da hin? Vielleicht, wenn man durch den Abgrund reist? Kann natürlich sein, weil, wie gesagt, also... Ich wüsste jetzt keinen Weg darunter. Außer wir probieren es tatsächlich hier hinten lang. Da müssen wir runter. Okay, warte mal. Ist das... Geht das? Also, erstmal... Lumilum. Bringen wir mal bitte hier hin. Das Problem ist halt, wir kommen gar nicht mehr hier hoch. Also hier kommen wir nicht mehr hin, weil ja der Mannschmiede ja unten ist. Das bedeutet, wir können hier nicht mehr hinspringen. Da drüben bringt uns das auch nichts. Wir könnten jetzt runterspringen. Was uns aber auch nichts bringt, weil wir müssten... Wenn ich das jetzt so richtig... Achso, warte mal, da unten. Das hatte ich gerne gesehen. Adamantschmiede. Wenn man das wäre, dann... Rechts von uns. Doch, das ist der Weg, wo wir hier hinkamen. Aber da kommen wir leider nicht mehr hin. Da drüben ist eigentlich meiner Meinung nach auch nichts. Oh. Schwer. Also hier würde ich sagen, ist schon mal nichts. Weil wie gesagt, da waren wir, dann sind wir hier rüber. Hier waren die Bomben, weil er hier am Kreis gelaufen ist. Dann waren wir hier. Und hier drüben war eigentlich nichts mehr. So, da ist die Maschine. Wenn wir jetzt hier hinter gucken. Da kommen wir nämlich auf keinen Fall lang. Ja, also da muss man einfach so sagen. Kommen wir runter, ja. Aber das war's dann auch. Wir kommen nirgendwo hin. Hm. Das ist der Schmiedehammer. Aber das war's dann auch. Ja, also ich würde sagen, hier kommen wir auf gar keinen
Warte mal das. Nee, ich dachte, da wäre eine Tür. Nee, ist ja nicht. Nee, hier kommen wir auf gar keinen Fall weiter. Da können wir machen, was wir wollen. Bedeutet, haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen, ne? Sieht für mich jetzt erst... Oh, warte mal, da hinten. Das ist... der anderen Seite. Halt. Was passiert hier? Wo willst du hin? Okay. Geh mal nach da. Vorsichtshalber. So, weil... wenn ich jetzt mir die Karte angucke. Wir sind ja dann hier hoch, dann sind wir hier drüber. Babababab. So. Was ist aber hier? Sieht ja so aus, als wenn da noch was wäre. Dann lass uns doch da nochmal gucken gehen. Ja, ich weiß, wir laufen jetzt hier irgendwo durch die Gegend. Und wissen nicht hundertprozentig, ob wir richtig sind. Da probiere ich, probiere das nochmal mit der Hand, hätte ich gesagt. So, kommen wir hier überhaupt hin? Müssen wir gleich mal gucken. Wir kommen bis da. Ja. Wie gesagt, dieser Stein, dieser lose Stein. Ja, können wir ihn denn zu schwer zum Werfen? Was macht man mit so einem schweren Stein? Schwer zum Stoßen. Ja gut, dann können wir das auch wieder auflösen. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen könnten. Zu schwer zum Werfen. Whatever comes, I'm ready. Hm. Got to keep moving. So. Kriegen wir hier hinter. Kommen wir ja gar nicht. Wir waren da unten, waren wir. Na? Oder kommen wir von hier. Da steht halt Abgrund. Dann kommen wir also da auch nicht weiter. Nee, also hier drüben. Also von da auf jeden Fall. Das sieht zwar aus. Das stimmt. Das sieht aus, als wenn das ein Tor ist, ne? Tatsache, das ist ein Tor. Hm. Komm mal bitte nach hier. Okay. Okay. Damit habe ich... There's no time to waste. Let's ride. Assume nothing. Is that blood? No, never mind. I'm ready. Whatever it takes. Well, what are you hiding? Warum gibt mir die Fell... Achso, die Fellrüstung hat plus 1. Ah. Mich schon die ganze Zeit gewundert. Okay. Oh.
Hallo? Let's get going. With haste. Okay, fangen wir drüben an. Ah ja. Wir wären also auch von hier reingekommen. Man muss sich einfach nur mal umschauen. Mann, bin ich ein Depp, ey. Okay, hier ist nothing. Bettchen. Das war's aber auch. Mehr ist hier nicht. Da war ein Zettel. Zettel sind immer gut. Da kommen wir. Just another crate. Ein Büchlein. Büchlein an der Wand. Oder da liegt was. Da liegt was Interessantes auf jeden Fall. Machen wir gleich. Erstmal. So. Diese Tafel scheint oben und unten abgebrochen. Der Text beginnt und endet unvermittelt. Inmal pro 10 Tag und die Herrin des Verlusts wird euch erkennen. Das Gesetz von Nachtfall. Vom Monde kommt das übelste Licht. Es dringt durch die Risse und erhält noch die entlegensten Winkel des Unterreichs. Licht bedeutet Hoffnung. Ein schädliches Bestreben, das es auszumerzen gilt. Betet in der dunkelsten Stunde zur Herrin und feiert zu ihren Ehren. Tötet 2 Tage darauf einen Jünger der Selun. Wird keiner gefunden, sind auch solche von Latenda oder Mystra als Opfer akzeptabel. Tut dies einmal pro 10 Tage und die Herrin des Verlusts wird euch erkennen. Die endet. Okay. Aufheben, wird mitgenommen. Noch ein Fragment. So sagt Char zu mir, Heterik Torm, es war Fürst Ao, der das Chaos schuf und aus dem Chaos entstand. Ich mache dich zu meinem Paladin. Von heute an wirst du mein Gesetz allen bekannt machen. Das Gesetz der Geheimnisse. Was ist ein Geheimnis, wenn nicht Wahrheit, in Dunkelheit gehüllt? Laure in den Schatten und lausche auf das geflüsterte Wort. Je leiser ein Gedanke ausgesprochen, desto mächtiger ist er. Desto mehr Zwietracht seht er, desto mehr Narben schlägt er. Flüstert ein Mann von seinen Liebschaften, so trage die Worte seiner Frau zu. Bestiehlt eine Tochter den Vater, flüstere die Wahrheit. Betrogene kommen zu Schar. Gehörnte finden Trost in den Schatten. Tu dies. Und dann kommt der Jüngerin. Okay, wird auch mitgenommen. Aufheben. So, wieder. Gesetz des Gehorsams. Das Wort
Kitterik Torms ist das Wort Schars. Du sollst keine Gott und keinen Sterblichen über Kitterik Torm stellen. Ihn nicht in Wort noch Tat anzweifeln. Wenn die Sonne gesunken und der Mond gestiegen ist, beuge das Haupt zum Gebet. Erkläre deine Ergebenheit gegenüber Schar und ihrem Paladin Kitterik Torm. Versprich deine Seele und dein Fleisch und suche nicht Gunst nach Gefallen. Ist dein Gebet beendet, so sprich: Herren Schar, ich habe eure Namen gepriesen. Meister Torm, ich habe euer Wort gesprochen. Ich bin für immer Diener. So sprach Schar zu mir, Kitterik Torm. Es ist beschieden und soll geschehen. Führe die Macht des Geheimnisses, lösche das Licht, wo es scheint. Gehorche deiner Herrin und deinem Herrn. Tu dies und die Herrin des Verlusts wird dich kennen. Okay. Können wir das irgendwie... Ah. Sonntagbuch, sehr schön. Scharitentagebuch. So eine Bestie habe ich noch nie gesehen. Muskelbepackt und mit Stoßzähnen. So lang wie meine Arme. Geruch nach versenktem Fleisch. Doch ich sah keine Flammen. Der Stein hätte auch Pergament sein können. So rasch hatte die Kreatur ihn durchbrochen. Die anderen Justiziare sind tot. Oder nah dran. Sie war nicht alleine. Höllenritter waren auch dabei. Masken an ihren Gesichtern, genietet wie Wappen an die Burgmauer. Tag 3. In der Falle. Noch ein Anfall. Und die Mauern stürzten ein. Begann zu graben. Weiß nicht. Tag 7. Fertig. Mögen Schars Schatten mich bewahren. He hid from the Hell's forces, but they still got to him. Shah's blessings upon you. Fine. What's on your mind? Ne. Hat auch noch nichts gebracht. Wir haben ja nichts hiervon und nichts ist passiert. Ihr hat immer noch nichts gesorgt. Ich dachte, das wird jetzt hier so ein bisschen... Das war vielleicht doch hier noch. Weil das ist doch Schar hier. Kann man das doch so machen? Da. Okay. Mehr ist hier aber tatsächlich nicht. Ja. Dann haben wir auch dieses Gebiet jetzt erkundet. Na toll. Dann sind wir hier tatsächlich auch durch. Wo wir natürlich nochmal hin können. Goblinlager. Ich überlege immer noch, ob wir unterirdisch oder oberirdisch reisen. Unterirdisch wird uns mit Sicherheit einiges erwarten. Unterreich, ja, bringt uns nichts. Die Quest, die da immer noch unter uns rumlümmelt, die nervt. Aber mehr ist ja auch nicht, ne? Wir haben ja nur das Gebiet und das Unterreich und die Schmiede. Zumindest die Quests, die uns aktuell so angegeben sind. Okay. Also wir können jetzt entweder... Ober- oder unterirdisch reisen. Also es muss... Den haben wir ja gefunden, den Weg. Wir haben aber keine Antenne. Deswegen würde ich tatsächlich fast oberirdisch reisen wollen. Bedeutet, wir sind ja da schon relativ nah dran, ne? Oder? Ah ne, da ist der Gebirgspass. Aber hier haben wir, glaube ich, noch nicht alles erkundet, sehe ich gerade. Okay, dann gucken wir noch mal. Das sollte passen, gehe ich mal jetzt von aus. Das sollte passen.
sowieso. Oh. Da war auf der anderen Seite nur was? Mir gar nicht aufgefallen. Dann reisen wir tatsächlich nochmal. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Geh nochmal nach da. Wow, 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 wow. Ihr seid durch irgendwas durchgelaufen. Oh, nee. Ja. Ich hab da Blutungen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ist mir ja nicht aufgefallen, dass hier drüben noch was ist. Die Frage ist, kommt man da hin? Ah, hier drüber wahrscheinlich, ne? Okay. Verfallen mit Heiligtum? Curious. I took of you completely. Yet your body seems no more worse for wear. Perhaps I might find use for it again. Oh. Ob wir bald mal wieder das Bett teilen? I'll consider it if I am in need of relief. Until then, I'll enjoy watching you squirm from the anticipation of it. So. Oh. Ja gut, okay, die sind... Die sollten nicht das Problem sein. What? Oh, was ist das denn? Ein Holz? Der wurde geheilt. Okay. Und wir haben immer noch das Bluten, ne? Halt, haben wir irgendwie... Haben wir bestimmt hier... Oh, guck mal. Bummpfeiler. Aber die haben keinen Schaden gemacht. Ich dachte, auch die machen Schaden. Hm. Was war das denn bitte schön? Mephit-Beschwörung. Was ist denn eine Mephit-Beschwörung? Ah, okay. Immerhin getroffen. Ah!
Hallo. Aua. Okay. Gut, und so. Das ist natürlich... Mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Feuerzauber, ne? Ich hoffe, das reicht. Wie viel machst du? Sollten zwei Treffer doch theoretisch ausreichen, oder? Gut. Er bleibt am Leben. Gar nicht gut. Down. Ne, bringt gerade nichts. So, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes finden, wa? Also die 44, also die sind halt nervend gewesen. Nervig. Die nicht nervend, nervig gewesen. Oh, was ist das denn? Ein Schild. Fesselnder Schlag der Wald. Wait, okay. Was hat unser Schild? Blitzaura. Die haben wir noch nie verwendet, ne? Weil da bräuchte man drei Blitzladungen zu. Ich würde sagen, das ist besser. Fesselnder Schlag. Dein Angriff beschwört Dornranken, die dein Ziel möglicherweise fesseln. Hört sich auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht an. Halt. War das jetzt eine Falle? Ich steig da manchmal nicht durch. So, wir gehen mal erstmal nach hier oben. Irgendwas ist hier. Ich hätte wetten können, dass hier ein Schatz vergraben ist. Okay, irgendwas mit Verrotten. Fleischfäule, verbleibende Züge. Oh. Das ist was anderes. Okay.
Ein Holzspalt? Open up. Oh. Hey, wir haben was gefunden. Holztruhe. Handschuhe, selten. Leitender Schlag. Bei einem Treffer durch einen waffenlosen Angriff erhält der Dreh. Ach, nö. Die haben wir schon. No traps, please. Zumindest soweit ich weiß, haben wir die schon. Eigentlich sind wir jetzt hier durch, ne? Hier ist nicht mehr. Schade. Aber gut, ein Versuch war natürlich wert. Vielleicht. Da liegt noch. Oh, da liegt noch was. Hallöchen. Immer das schwächste Glied verwenden beim Sprung. Weil dann müssen wir das was schaffen. Okay. Aber du müsstest doch jetzt hier. Das kannst du ihr doch geben. So, war das das? Paarungsritual. Das. Hat man nicht gelesen. Oh, was ist denn jetzt los? The cover proudly announces this book to be Flumpf Mating Rituals. Okay, es verstauen. Ich glaube, das lesen wir uns nochmal durch. Wir gucken nochmal kurz. Hier sind wir jetzt durch, ne? Yep. Das bedeutet, wir sind tatsächlich hier soweit. Na, hier hinten hätten wir noch hingekonnt, sehe ich gerade. Eventuell. Was war das? Da hätten wir noch hingekonnt. Los, komm, da gehen wir nochmal hin. Und wenn da nichts mehr vergraben sein sollte... Okay, da liegt auf jeden Fall noch was. Natürlich hast du das auch wieder bekommen. Na klar. Ja, dann haben wir auf jeden Fall hier alles erforscht. Das Maximale wäre noch hier. Fällt mir gerade so ein im Lager, dass wir hier noch irgendwie hoch können. Das können wir dann auch nochmal machen. Bedeutet, wir gehen von hier... Ja, eigentlich ins Goblin-Lager, ne? So. Dann würde ich aber jetzt vorschlagen, wir machen an der Stelle für heute hier Feierabend. Und machen beim nächsten Mal weiter. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.